Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Und wie ihr hier oben rechts vielleicht schon sehen könnt, steht da oben Beta. Und heute probieren wir den wunderschönen Demon Hunter aus. Einen schönen Elfen mit dem Namen Sergio Kurai. Starten wir und drücken auf Save. Eigentlich brauche ich gar keine Hints, weil, zieht euch das rein. 4000 Pilze. Mushroom Dealer is not available on the server. Oh, oh. Ja, ich denke, als allererstes gehen wir in irgendeine random Gilde. Allerbeste Gilde. Wir gehen einfach in die allerbeste Gilde. Hallo! Und wunderschönen guten Tag. So, gut, wie fangen wir am besten an? Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, wir verifizieren erstmal unsere E-Mail. Aber, das hat nicht so wirklich Sinn. Erstmal. Oh, wir bekommen 10 Pilze extra. Wir haben gar nichts. Aber wir haben 1000 Gold. Dann werde ich erstmal etwas Gold hier rein investieren. Das hätten wir dann ja getan. Dann gehen wir mal in die Taverne. Ich will keine Tipps. Oh, we can help each other. Ich glaube, wir nehmen direkt tatsächlich diesen Helm. Aber warte mal. Natürlich kannst du mir helfen, weil ich brauche... Ah, ich habe noch einen Griffin. Ah, easy. Gib mir den Hut, du Arschkopf. Kommen wir mal in der Hall of Fame. Davalon. Das ist aber nicht unser Davalon. Wer ist denn auf Platz 1? Also grundsätzlich, bevor überhaupt irgendwas jetzt abgeht, dieser Server wurde ins Leben gerufen, dieser Beta-Server, weil der Demon Hunter ein neues Rebalance bekommen hat. Und ich weiß nicht, inwiefern jetzt genau, das müsste ich gleich nochmal nachschauen. Aber grundsätzlich ist er stärker geworden, weil er öfter jetzt revived als vorher. Das kann ich euch einmal hier zeigen, weil der Stranger hat da so ein, zwei schöne Aufnahmen, wie oft er da revived wird. Dann müsste das jetzt ungefähr jetzt kommen. Ja, jedenfalls überlebt er tendenziell länger und ist halt dadurch auch viel stärker. Wir machen erstmal ein bisschen Alu. Jetzt nur die Frage, machen wir jetzt die krasse Mission? Strength. Ich will keine Stärke. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen hoch mit Dextery, dass wir gleich mal ein bisschen, also sobald wir Level 10 sind, ohne Probleme ein bisschen jagen können. Ich möchte leider keine Dings suchen bei Dr. Abowu. Ein Ring! Nein, ich möchte noch nicht validieren. Ich möchte erstmal gucken, was ich hier bekommen habe. Oh, das ist okay. Das hat uns auch zwei Geschick gegeben. Und der braune Centaurus. Wir sind Level 2. Das ist gut. Ich hätte gar nicht die HD-Option an. Das ist unangenehm. Aber jetzt ist es natürlich wieder besser. Von daher ist alles gut. Ich merke ja gerade, dass ich ein bisschen zu groß bin mittlerweile für diese Seite hier. Ich gucke hier ein bisschen rüber, aber das ist ja nicht so schlimm. Kann mir mal bitte jemand erklären? Hä, bin ich dumm? Ich will aber in unser Hall of Fame gucken, ne? Okay, kommt man so schnell 600? Nee, gar nicht. Irgendwas habe ich verpasst. Aber ich weiß nicht was. Los, ich will Level 10. Okay, gut, wir sind Level 10. Dann suchen wir jetzt mal nach dem wunderschönen Buch. Das hätten wir dann getan. Dann können wir jetzt in die Arena gehen und anfangen. Oh. Vielleicht haben wir hier eine bessere Waffe. Die ist ja bei weitem besser und kostet ein Pilz. Okay, den können wir mal wasten. Es geht nur darum, dass wir viel mehr Schaden machen damit. So, da werden wir jetzt mal in der Arena ein bisschen ballern. Weil dadurch kriegen wir nämlich nebenbei auch noch schön das Scrapbook voll. Also hier das Buch der Akribie. Die nehmen uns aus dem Leben. Oh!
Okay. Jetzt würden wir uns aus dem Leben nehmen. Also ich bin gerade hier. Nee, warte, bin ich gar nicht. Wo bin ich denn? Ich will wissen, wo ich bin. Da bin ich ja gar nicht. Hä, wie buggy. Hier ist auf jeden Fall etwas verbuggt. Ja? Oh, wir haben inzwischen schon 11%, da geht aber bestimmt noch mehr. Wir müssen nur jetzt erstmal ein bisschen stärker werden. Aber, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen sehen, weil ich denke, das macht keinen Sinn, euch das jetzt alles zu zeigen. Ich werde da mal durchhasseln. Ihr werdet morgen sehen, wie weit ich damit bin. Da gibt es ein kurzes Update zu. Das war's von mir, haut rein, ciao.